Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen in Erfurt, besser gesagt in ZUSI 3. Wir haben heute die Ehre, den ICE 1003 von Erfurt Hauptbahnhof in Richtung Teuern zu fahren und das über den wunderschönen Schnellfahrstreckenabschnitt des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nummer 8.1, ja, die Schnellfahrstrecke durch den Thüringer Wald. Unsere Fahrt beginnt in Erfurt Hauptbahnhof, wie man hier schon unschwer erkennen kann. Und ja, die Türen schließen sich auch gerade schon. Deswegen setzen wir uns in den Führerstand und fahren, sobald es geht, ab. Fahrplan ist auch bereit, den schiebe ich mal ganz kurz nach oben. So. Und dann schalten wir Leistung auf und fahren ab. Die Türen sind alle geschlossen, hinten auch keiner weiter am Zug dran. Wunderbar. Hier nicht beirren lassen. Die Dunkelschaltung ist ganz normal bei ETCS. Das sind so ein paar Besonderheiten, ja, die man während einer Fahrt mit ETCS erleben darf. Unsere Fahrt startet planmäßig im Erfurter Personenbahnhof. 9.45 Uhr war die Ankunft und 9.47 Uhr ist die Abfahrt. Und genau daran halten wir uns auch. Wir schalten noch ein bisschen Leistung auf. Aktuellen Oberstromwert sehen wir hier drüben. Sind gleich bei ungefähr 200 Ampere. Und ja, wir sind heute mit ETCS unterwegs. ETCS Level 2. Aktuelle Überwachungsart Full Supervision. Und die AFB schalten wir uns auch gleich noch hinzu. Zugeschaltet und die dann noch auf. Wir sind ein bisschen zu schnell. Das sieht man nämlich auch bei ETCS. Das wird dann so gräulich hinterlegt. Auf 120 können wir die AFB schon einstellen, denn das ist die nächste Geschwindigkeit für uns. Genau, wird freigegeben. Erst auf 100 und gleich auf 120. So sieht die Ausfahrt aus Erfurt aus. Rechts und links Schallschutzmauern, damit hier auch die Bewohner möglichst wenig beeinträchtigt werden vom Lärm der Fahrzeuge. Alles hier noch Stadtgebiet, rechts und links. Ja, und jetzt zu unserer Rechten. Die aktuellen Gleise in Richtung Gotha, Arnstadt und Eisenach. Die zweigen dann vorne nochmal ab in Erfurt-Bischleben, müsste es sein. Oder Norditendorf. Ja, Norditendorf, genau. Aber alles weitere dazu. Ja, bei der nächsten Fahrt. Oder bei nächsten Fahrten. Eigentlich können wir das Zugdatenfenster hier mal noch wegschieben. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Geplante Halte gibt es heute nicht. Wir fahren nonstop durch in Richtung Teuern. Oder, naja, maximal bis Teuern. Ja, das Schöne ist auch bei ETCS, wir sehen die Geschwindigkeiten, die auf uns zukommen quasi. Hier unten die 200, das ist die nächste Höchstgeschwindigkeit, die wir dann anpeilen sollten. Hier drüben verschwindet jetzt die, ich sag mal, Stammstrecke in Richtung Eisenach Gotha Arnstadt. Und hier geht die Neubaustrecke lang. Direkt in den Tunnel. Ja, Sifa, ich bin wach. So, Eischleben. Bleiben bei 164. Sind wir bei 185 schon. Der erste Tunnel für uns.
Ach, okay, der liegt dann hier dazwischen irgendwo. Gar nicht mit eingezeichnet. Na gut. Ja, und jetzt sind wir auf der Neubaustrecke. VDE 8.1. Erster Abschnitt des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit. Und ja, zu unserer Rechten aktuell die Autobahn. Das müsste die Bundesautobahn A71 sein. Führt unter anderem in Richtung Oberhof, rein in den Thüringer Wald und in eine andere Richtung nach, ich glaube, Schweinfurt oder so. So, wir dürfen jetzt 220 fahren. Dazu mit AFB 220 hochgehen. Und gleich sind es sogar 280. Boah, das nenne ich mal Geschwindigkeit. Einschlafen sollte man in dem Führerstand hier auch nicht. Erst recht nicht bei 300 km/h V-Max. Und dafür haben wir ja die gute SIFA. Die Dame spricht immer mit uns, wenn wir zu wenig im Führerstand machen. Bezogen auf das Betätigen der Pedale. Ja, gerade eben haben wir auch noch die Autobahn A4 gequert. Und das ist jetzt der Streckenabschnitt, in dem wir V-Max 300 gleich fahren dürfen. Auf 300 einstellen. Das ist die höchst zulässige Geschwindigkeit für unseren Zug heute. Die Strecke selbst müsste sogar stellenweise für mehr ausgelegt sein. Teilweise sogar 330, wenn ich mich nicht irre. Aber 330 wäre natürlich in Deutschland aktuell noch nicht normal im Personenverkehr, also im Plandienst, gefahren. Der ICE 3, Baureihe 406, hat die Möglichkeit, in Frankreich die 330 auszufahren. Aber auch nur auf ausgewählten Strecken. Wie bereits angemerkt, außerhalb Deutschlands. Überall hier auf dem Gleis die NE14-Tafeln, die ETCS-Stoppmarke. Sie ersetzen quasi die Signale. Ja, auf der Neubaustrecke. So, jetzt müssten wir mal blättern. Wir sind jetzt schon beim Streckenkilometer 73,2. Den Kollegen schnell mal grüßen. Auch wenn man das normalerweise per Lichthube macht. Das ist dann ETCS-Block 39,210. Ach nee, ist schon der nächste, okay. Und dann geht's gleich in den Tunnel Behringen rein. 164,8. Ja, und da vorne sieht man auch schon die ersten Gebirgszüge des Thüringer Walds. Es geht wirklich richtig, richtig schnell hier. Hier unten dann nochmal die Strecke in Richtung Arnstadt. Also ihr merkt wirklich, man ist hier innerhalb von 0,x wirklich auf Höchstgeschwindigkeit. Und dann schon fast im Thüringer Wald. Wo dann auch später unsere Fahrt enden wird. Das scheint so, als müssten wir im Gebirge gleich mit ein bisschen Nebel rechnen. Ja, ich bin da. Ja, das ist eigentlich auch kein Problem. So, kann hier eine Heißluftverortungsanlage, die dann ermittelt, ob beim Zug auch wirklich alle Temperaturen in den Achsen eingehalten werden. Falls es zum Beispiel einen Heißläufer gibt oder ähnliches. Ja, und mittlerweile haben wir schon 280 auf dem Tacho. Oder nahezu 280. Wir fahren jetzt die Autobahntunnel. Und hier nochmal ganz kurz ein Bild.
Das ist jetzt der Tunnel Beringen. Ich wollte eigentlich gerade nochmal auf den ETCS NE14 Stoppmarker hinweisen. Ah, da werden noch einige kommen. Auf der Strecke hier herrscht auch Tunnelbegegnungsverbot. Das heißt so viel wie, dass sich die Züge nur außerhalb der Tunnel begegnen dürfen. Das Ganze ist eine Sicherheitsmaßnahme, die eingeführt wurde, weil diese Tunnel eben in einfacher Röhrenbauweise gebaut wurden. Und hier nochmal die NE14 Stoppmarker. Hier auch nochmal die NBÜ-Kennzeichnung. Und ja, was hat es mit dieser oder mit diesem Tunnelbegegnungsverbot auf sich? Wir haben hier eine Röhre gemeinsam für zwei Gleise. Und das ist eine Bauweise, die man eigentlich vermeiden sollte. Sprich, man baut mittlerweile eigentlich nur Tunnelröhren, die jeweils für ein Gleis sind, weil man eben in der Vergangenheit da einige Probleme ermittelt hat. So, die 300 knacken wir heute gar nicht. Bereits bei 280, 290 ist heute Schluss für uns. Dann heißt es auch schon Runde bremsen. So, hier auch sehr schön dargestellt. Die uns zuvorliegende Bremskurve bis auf 40 soll mit der Geschwindigkeit runter. Der orange eingefärbte Teil, der wo wir eigentlich schon zu schnell sind. Der gelbe zeigt den oder die, ich sag mal, die ultimative Bremskurve an, den Idealfall. Und je nachdem, ob hier oben dieses Quadrat auch größer oder kleiner wird, das zeigt uns an, wie sehr wir am Grenzbereich dessen sind, wo wir eigentlich mit der Geschwindigkeit liegen sollten. So, wenn ich jetzt wieder ein bisschen weniger bremse, wird dieses Rechteck wieder größer. Und wir können mal ganz kurz simulieren, was passiert, wenn wir über den Geschwindigkeitssollwert drüber kommen. Dann ertönt nämlich gleich ein Geräusch, ein Brandton und der Zug. Nein, das noch nicht. Genau, das ist mal der Hinweis. Und dann wird es rot hier, wenn wir zu schnell sind und der Zug bremst von alleine. Ich greife jetzt aber wieder manuell ein. Das führt nicht zwangsläufig zur Zwangsbremsung. Zu unserem Vorteil können wir den Zug noch ganz normal zum Stillstand bringen. Ja, ich bremse ein bisschen mehr. So, wir sind jetzt bei 154. Ilmenau-Wolfsberg. Wieso müssen wir denn hier anhalten? Das ist doch noch gar nicht das Ziel unserer Reise. Hier drüben auch ein Gleisbagger. Zwei-Wegesystem. So, Bremsen gelöst. Wieso dürfen wir nur 40 fahren? Gleiswechsel kann hier nicht sein eigentlich. Wieso die 40? Ist da noch ein anderer Zug vor uns? Ah, der fährt ja eigentlich auch mit oder sollte mit VMAX 300 fahren, respektive 280 oder irgend sowas. Na gut, wenn der ETCS sagt, wir dürfen nur 40 fahren, dann fahren wir auch nur, 42. War das jetzt eine Brückenbesichtigung oder wie darf ich das verstehen? Ah, hier auch nochmal ganz kurz. Diese blauen, ich sag jetzt mal, blau markierten Stellen finden wir immer an den Brückenköpfen wieder oder auch manchmal in der Brücke.
Das sind die Stellen, an denen sich die Brücke quasi zusammenziehen oder ausdehnen kann. Sogenannte Dehnungsfugen, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da. Ja, im Winter oder im Sommer wird da quasi ausgeglichen, was eben an Längenkontraktion bei den einzelnen Stoffen durchgeführt wird. Es kommt eben dadurch zustande, dass sich Stoffe bei unterschiedlichen Temperaturen ausdehnen oder zusammenziehen. So, einen Blick hoch an die Oberleitung können wir auch mal werfen. Da sieht man nochmal sehr, sehr schön das Zickzackmuster. Ja, ich bin jetzt ein bisschen unaufmerksam. Nicht wundern, dass hier ständig die Sifa schreit. So, beschleunigen wieder. Ja, da macht es dann auch richtig, richtig Sinn, auf 300 zu beschleunigen. Ein ständiges Auf und Ab. Das ist auch irgendwo so ein bisschen der Grund, wieso man die 300 eigentlich oftmals als ziemlich sinnlos erklärt. Weil die können im Idealfall sowieso nur ein paar Minuten durchgefahren werden. Und der Geschwindigkeits-, ich sag mal, Bonus oder das, was man da an Zeit rausholt, das ist nicht wirklich so lohnenswert, dass man sagen kann, okay, wir bringen den ICE auf VMAX 300. Wir haben dafür, ja, kostentechnisch keinen wirklichen Nutzen daraus. Ist halt wirklich nicht lohnenswert. So, Streckenkilometer 150. Na, so viel zum Tunnelbegegnungsfug, ne? So viel dazu. Das war gerade der Tunnel Tragberg, oder? Und jetzt müsste Lomberg kommen. Nee, das ist schon Brandkopf. Oder? Nee, müsste Domberg sein. Wir werden es gleich sehen. Wenn der direkt danach noch einer kommt, dann können wir eine Tafel ablesen. 148, wenn ich es richtig gesehen habe, sind wir gerade. Dann ist es der Tunnel Brandkopf. Oh ja, meine Güte. Silberberg kommt jetzt. Genau, dann war das eben gerade Brandkopftunnel. So, Silberberg folgt. Dann müssen wir schon wieder umblättern. Und dann geht es, ja, in den letzten Tunnel rein. Den Tunnel Rehberg. Und den Tunnel Goldberg, den werden wir leider nicht mehr von innen sehen. Kurz nochmal zu unseren Zugdaten. Wir sind unterwegs als ICE 1003 mit einer Gesamtzuglänge von 201 Metern, haben 154 Bremshundertstel zur Verfügung, ein Gesamtgewicht von 500 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h Spitze. Sehen wir auch hier nochmal Zug 1003. Störungsübersicht können wir auch noch mal kurz reingucken. Sollte aber alles okay sein, genau. Ja, Bremszustand hier auf der rechten Seite im MFD. Das mittlere Display ist hauptsächlich zuständig für ETCS. Geschwindigkeitsanzeige und natürlich Zugüberwachung. Und auf der linken Seite, ja, Oberstromwerte, Spannungswerte, alles sowas, alles was sich ums Fahrzeug selbst dreht. Wobei, ja, Fahrzeugdisplays sind es eigentlich beides hier außen. Aber das ist beim ICE-3 dann auch wieder so. Ich glaube, es hat einen anderen Namen. Das ist alles, ja, hochtechnisiert. Ich hätte nicht mal gedacht, dass wir die 250 wieder erreichen. Aber umso schöner ist's.
direkt der nächste zwei Wegebagger. Die haben ja aber viele, als würden die noch an der Strecke bauen. Nee, aber ich finde es richtig schön, dass wir jetzt auch die VDE 8.1 hier im Simulator zu SI3 begrüßen dürfen. Ja, und so als erste Fahrt richtig mal mit ETCS über die Strecke heizen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Mir persönlich jedenfalls. Und wenn es dir genauso viel Spaß gemacht hat, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du ein Däumchen nach oben gibst für das Video, den Kanal abonnierst, wenn du sagst, Eisenbahn fahren, yay, das ist geil, dann kannst du das jeden dritten Tag um 14 Uhr mit mir gemeinsam aufs Neue machen. Du findest über 1000 Videos hier auf dem Kanal, einmal komplett durch Deutschland, könnte man meinen, kannst du hier fahren, auf den schönsten Strecken, ob im Schwarzwald, am Rhein entlang, ja, oder über hochmoderne Schnellfahrstrecken wie diese hier. Du findest nahezu aus allen Regionen Deutschlands hier schöne Strecken. Und vielleicht ist ja auch deine Hausstrecke vorbei. Schau doch einfach mal durch. Ja, sehr freue ich mich natürlich auch immer darüber, wenn der ein oder andere Unterstützer hier beim Kanal neu dazutreffen. Also wer auch möchte, kann gerne Spenden abgeben. Ich stelle an der Stelle immer das Angebot und bedanke mich auch an der Stelle für alle Unterstützer, die das bisher schon gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ihr seid unter anderem dafür zuständig, dass heute hier zu SI3 präsentiert werden kann. So, die 300 erreichen wir doch noch. Ich hätte es gar nicht gedacht. Umso besser. So, jetzt regelt auch die AFB wieder von alleine ab. Sehr schön. Die 300 doch noch geknackt. Und dann geht es sofort mit der Geschwindigkeit runter. Ja, Leistung rausnehmen und Bremseinsatzpunkt annehmen. Ja, ich bin noch da. Und wir bremsen auch schon. Ja, Rechteck ist groß, das heißt, wir sind schon wirklich an der Grenze. Wir müssen noch ein Stückchen mehr bremsen. So, dann geht's runter von der Geschwindigkeit. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich finde es auch immer so putzig, wenn das mit dem Treiben hintereinander sagt: Störung, Störung, Störung. Als würde man es beim ersten Mal nicht verstehen. Ich bin doch schon dabei. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, klar, ETCS ist ja streng. Da gibt es keine Toleranz. Wer zu schnell fährt, wird automatisch ausgebremst. Ich komme hier gerade vor wie auf einem Marktplatz oder. Na, wie nennt man das? Wie beim Rummel. Überall blinkende Lichter. Alles gibt Töne von sich. Ja, willkommen im Führerstand des ICE3s. Ich bin ja immer so der Meinung, beim ICE3 kann man eigentlich auch sagen Cockpit. Das sieht schon so ein bisschen aus wie ein Düsenjet auf Schienen. Ja, V0, halt erwarten. Hier ganz klar angezeichnet. Ja, 0 erwarten. Ja, dann müssten wir auch kurz vor Teuern sein, beziehungsweise schon bei Teuern. Liegt ja jetzt nicht direkt an der Oberstrecke. Circa 1000 Meter sind es noch. 1 Kilometer also. Und dann heißt es für uns anhalten. Ach, okay, 20 sind als Zielgeschwindigkeit angepeilt. Aber trotzdem dann halt erwarten. So, Bremse vollständig gelöst. Wir haben jetzt ein bisschen zu stark abgebremst. Das werden wir im Nachhinein dann auch in der Fahrtauswertung zu spüren bekommen. Da steht dann sowieso drin, Geschwindigkeitsüberhöhung dann, dass wir das ein oder andere Mal die SIFA nicht betätigt haben.
gerade ganz schön noch zu sehen. Wir sehen hier den Bereich, wo wir eigentlich jetzt noch gar nicht hätten abbremsen müssen. Also wo wir jetzt noch wirklich mit 50 über die Strecke hätten rollen können. Orange eingefärbt, dann der Bereich, ja, wo wir schon drüber sind. Also das ist der Punkt, wo man idealerweise mit der Geschwindigkeit sein sollte. So, dann werden auch gleich die 20 runtergehen auf 0. Bremse wird wieder langsam angelegt. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall für die schöne Fahrt mit dir. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wie gesagt, wenn du ein Däumchen nach oben gibst, einfach mal einen kurzen und netten Kommentar unten drunter schreibst. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und ja, sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, dein Think New Fly New.